What's up, everybody? My name is RJ Yuan. I'm a singer, songwriter, musician. And I'm on my way to play street music today again. Just that you know, I came back yesterday to the studio at 11 o'clock in the evening. And I got up today at 6 o'clock. So I just want to say and want to show you how busy it is, and that my time is very, very little, I would say. So, yes, guys, I'm ready for today. I hope it's going to be a nice day. I don't know the weather, sunny, rainy, thunderstorm, or whatever. And remember, my album Attain is just around the corner. But I just wanna show you guys and wanna let you know that you have a little insight in my working life, that you know how much work and how busy this lifestyle is, that you know that I have rarely time for anything else, like going swimming, going to the fitness studio, going cycling, going hiking, doing some sports or something else. This is working, driving, back to the studio, sleeping again and again. This is always a very busy schedule, I would say. So, but I'm happy and I can handle it because I'm used to it. So guys, have a nice day and bye, English speaking people. Hi, mein Name ist Ariette Femme, ich bin Musikerin, komme aus Österreich. Guten Morgen, Leute. Nur ganz kurz zur Information. Ich bin gestern um ca. 23 Uhr ins Studio gekommen, habe dort ein bisschen geschlafen, um 6 Uhr bin ich aufgestanden, um diese Züge zu schaffen, damit ich rechtzeitig am Ort heute wieder bin, in Zellamsee, zum Spaß musizieren. Anders ist das nicht möglich, anders wäre das nicht möglich. Ich wollte nur sagen, dass man eben sieht, wie viel Arbeitsaufwand da ist und wie wenig Zeit da ist. Das heißt, keine Zeit für irgendwelche Schwimmbäder, dass man schwimmen gehen kann, wandern, Radfahren, Rollerskaten, Sport, jegliche Art und Fitnessstudio oder sonst was oder andere Dinge. Es ist ein sehr voller Stundenplan und der fängt früh an und hört spät auf. Anders ist das nicht machbar. Und trotz allem, Leute, mein Album Attain